Guten Morgen. Es ist scheiße früh. Wir sind es ist Viertel nach sieben. Viertel nach sieben schon unterwegs. Hier in Rust, wie man noch nicht erkennt, aber ihr seht es ja gleich. Wir stehen vor unserer Ferienwohnung. Das ist die Ferienwohnung Josefina. Das ist die Ferienwohnung Josefine. Da stehen wir mit Patrick und Ende. Da haben wir uns da einquartiert für zwei Nächte. Verraten, warum wir so früh unterwegs sind. Ja. Denn heute eröffnet der Europapark die neue Saison. Die 50. Saison ist das dieses Jahr. Ja, 50. Sommersaison geht los oder Saison generell geht los. Und da ist immer eine große Ansprache vorne auf dem Eingangsbereich. Und da waren wir noch nie. Das gucken wir uns heute mal an. Und ihr seht das jetzt. Und wir gehen da jetzt mal hin. Es ist früh. Viel Spaß. Auf geht's. So, kurz noch ein paar Eckdaten. Das ist Jenny. Nass. Es ist nass, es ist 4 Grad draußen. Wir haben Ende März. 4 Grad ist echt kalt. Gestern sind wir angereist bei 21 Grad und Sonne. Jetzt ist 4 Grad und Regen. Wir gucken mal, wie das Wetter geht. Es soll noch besser werden heute. Es wird sich schon. Es wird besser. Ganz vorne. So, wir stehen mitten im Pulk, ganz vorne. Genau, es wird schon keiner mehr hinten reingelassen nach der Ticketkontrolle. Hier ist es richtig voll und wir warten jetzt auf den Roland. Gleich gibt es die Ansprache und dann geht es in den Park. Wir sind schon sehr gespannt. Genau, die Stimmung ist schon mega. Ist super. Und schaut mal, wie viele Leute da sind. Aber das Beste ist, dass wir ja angereist sind im Regen und es sollte auch heute den ganzen Tag regnen. Und ich habe immer gehört, wenn hier der Europapark seine Saison eröffnet, wird es schön. Und schaut mal, was wir für ein Wetter haben. Krass, oder? Das ist blauer Himmel, Sonnenschein, man glaubt es kaum. Und ja, jetzt gleich geht's hier los. Das ist so schön. Da kommt der Roland und jetzt geht's los. Wir freuen uns, dass Sie die Anreise zum heutigen Eröffnungstag des Europaparks auf sich genommen haben und schon so früh hier vor den Toren des Europaparks stehen. Es ist Tradition geworden, dass wir in jedem Jahr Sie persönlich hier am Haupteingang begrüßen, um Ihnen Dank zu sagen, um Sie auf die neue Saison einzustimmen. Wir sind sehr früh am Start, Mitte März, aber wir sind zuversichtlich, dass auch die lange Saison Ihnen viel Freude macht und dass Sie es kaum erwarten können, den Europapark zu besuchen. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Treue in den alten vielen Jahren. Es sind nunmehr fast 50 Jahre und wir starten heute zur 50. Saison, kurz vor dem 50. Geburtstag im nächsten Jahr. Genießen Sie die Stunden mit Ihrer Familie, genießen Sie das Wegkommen vom Alltag. Denken Sie mal nur an schöne Dinge heute und nicht an die traurige, graue Zeit um uns herum. Ich glaube,
Der Europapark ist ein Spaßmacher. Der Europapark bringt Familien zusammen. Der Europapark führt internationale Menschen friedlich zusammen. Es ist ein Friedensprojekt, dieser Europapark. Und dafür danke ich Ihnen. Da haben Sie mit dran gearbeitet. Ich weiß, was Sie alles dazu beigetragen haben. Ich darf nun das Mikrofon überreichen an den Bürgermeister der Gemeinde Rust. Auch er ist seit Jahren treuer Gast bei dieser Eröffnung. Er zeigt die enge Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde. Im Übrigen die besucherfreundlichste Gemeinde in Deutschland, mehrfach ausgezeichnet. Auch dort hat man den Geist des Europaparks aufgenommen und wir ziehen gemeinsam in eine Richtung mit tollen neuen Projekten. Herr Bürgermeister. Ja, vielen Dank, liebe Freundinnen und Freunde des Europaparks. Herzlich willkommen heute hier in Rust. Sie sind total wild drauf, jetzt loszulegen. Ich schaue in unglaublich begeisterte Gesichter und ich kann Ihnen nur eins sagen, es ist ein fantastischer Blick hier heute an diesem wunderschönen Tag, an dem wir wieder loslegen. Wir möchten nun die Saison eröffnen, indem wir offiziell die Flaggen von Europa und der Europapark-Fahne ziehen. Ich zähle runter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eröffnung, das ist ja der Knüller, was sie abgeht. Wunderschön gemacht. Also, und dann gehen die Tore auf, man strömt rein, die Musik, die Leute, die da rumstehen. Es ist einfach unbeschreiblich cool. Ich fand es sehr, sehr schön. Ich finde es einfach nur toll gemacht. Es ist nicht nur so, dass die Tore aufgehen, sondern das macht einfach, man fühlt sich ja willkommen. Man fühlt sich hier echt empfangen und es ist einfach nur schön gemacht, dass die ganzen Mitarbeiter da stehen und alle einen begrüßen. Und, mit dem Konfetti. Mit dem ganzen Konfetti und dem Tamtam und der Musik und den Fähnchen und allem. Das war schnell. Dankeschön. Hallo. Ich hab's drauf. So, der Park ist wie jedes Mal natürlich wunderschön dekoriert mit Blümchen, mit Pflanzen. Hier hinter mir das Feld. Also, das ist ja jedes Mal. Ich finde das ja im Winter schon sehr cool mit der ganzen Weihnachtsbeleuchtung. Aber im Sommer mit den ganzen Sommerblümchen und so, das ist schon eine Hausnummer. Also, ganz toll. Was macht man jetzt? Wir laufen jetzt mal Richtung Kroatien und schauen uns Kroatien jetzt mal an. Das ist zumindest das, was man schon mal sehen kann. Denn Kroatien und Voltron sind noch nicht eröffnet. Voltron eröffnet am 26.04. Am 24.04. ist schon die Presseeröffnung. Und was wir uns da jetzt schon mal anschauen können, schauen wir uns auf jeden Fall mal an. Und dann nehmen wir euch auch mit hin. Jo, so machen wir das jetzt. Es ist gut gefüllt, der Park ist proppevoll aktuell. Und wir kämpfen uns jetzt durch die Massen. Wie Jenny sagte, gehen wir jetzt Voltron gucken, noch nicht auf.
große Achterbahn und gucken jetzt, was der Rest so macht. Wir gehen mal weiter nach Kroatien, haben wir ja gesagt, und schauen mal uns den neuen Themenbereich an, soweit wie wir gucken können. So, wir waren jetzt gerade die neue Kroatien-Baustelle gucken. Sah schon wirklich cool aus. Da in der Mitte vom Eingangsbereich von Voltron ist halt, das ist die Jenny, ist halt so ein großer Platz. Das ist die Milena. Ist halt groß die Milena. Da hinten. Zu schnell gesehen. Da hat schon wieder jemand getroffen. Man geht ja keinen Meter, ohne dass man einen trifft. Ich muss mal meinen Arm ein bisschen weiter weghalten, weil das Objektiv ist noch nicht so weit winklig. Also Kroatien, das sieht sehr, 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 sehr schön aus schon von außen. Reinkommt man ja noch nicht, weil es ja noch Baustelle. Aber es sieht sehr sommerlich aus, finde ich. Also wenn jetzt hier wirklich im Sommer so 20, 25, 30 Grad sind, dann fühlt man sich da bestimmt wirklich wie in Kroatien. Das wird richtig gut. Und dann pfeffert dann noch die Achterbahn da so vorbei. Also ich bin echt gespannt. Ja, ihr habt ja gerade ein paar Bilder gesehen. Also ich bin schon sehr gespannt. Das wird sehr toll. Und wann macht's auf? Am 26.04. eröffnet Kroatien mit Voltron. Und dann gucken wir uns das wieder an. Genau, wir sind dann erstmal Anfang Mai hier, weil wir noch andere Pläne haben. Und unser Plan ist jetzt Batavia fahren. Piratenfahrt, auch ganz toll. Ne? Genau. Los geht's. Genau. So, haben wir jetzt eine halbe Stunde gewartet, jetzt sitzen wir in der Eisshow. Ne? Genau, und haben kalte Füße. Die soll neu sein dieses Jahr und jetzt gucken wir uns mal an, was hier so passiert. Und Voltron. Hier mal Voltron. Bin gespannt. Vielleicht seht ihr ein paar Ausschnitte. Guck, ich glaube ja. Wir kommen gerade aus der Eisshow, die war super in meinen Augen. Es war besser als letztes Jahr. Drohnen viel besser getanzt, viel spektakuläre Lichteffekte. Tolle Kostüme. Mit den Drohnen, die Show war super. Ich habe da gerade ein paar Eindrücke gesehen. Kann man empfehlen. Also die Shows hier im Europapark gefallen uns immer besser. Ne? Also eigentlich immer schon gut, aber immer also besser. Das künstlerische Niveau, was hier herrscht, ist echt wirklich sehr, sehr, sehr hoch. Ja. Also Shows im Europapark auf jeden Fall immer mitnehmen. Aber jetzt machen wir was die anderen auch im Freizeitpark machen, eine Runde Achterbahn fahren. Wir sind hier in Frankreich vorm Concorde Coaster. Genau. Und da stellen wir uns das mal an. Halbe Stunde, glaube ich, machen wir. Ne? Ja. Auf geht's. Ja, auf geht's. Rein da. Ja.
Wir haben schon mal mehr gestanden hier. Ja. Unseren Vätern haben wir hier gestanden. Geht das los? Ja, passt. 20 Minuten stand gerade vorne angeschlagen. Ich würde auch sagen, 20 das Minuten kommt hin. Ja. Geht schon weiter. Ja. Und wir fahren das jetzt. So, gerade Konkan Coaster gefahren. Letztes Jahr war der Onboard-Sound so leise, da hat man ihn kaum gehört. Dieses Jahr ist er so laut, dass man eigentlich den Onboard-Sound von allen Wagen überall hört. Das ist echt ganz schön übertrieben laut. Wir gehen jetzt Richtung Silver Star. 20 Minuten Wartezeit. Ja, große, hohe Achterbahn, da schmeißen wir uns jetzt mal rein. Hoffentlich regnet es nicht. Das ist, Elena, das ist so kalt! Ja. Oh, gerade eine Runde Silver Star gefahren in der Kälte des Todes. Es ist, glaube ich, erste Reihe auch noch und es war arschkalt. Also es ist gefühlt fast 0 Grad. Fast wie eine Winterfahrt. Wir sind fast die Wimpern weggeflogen. Nur die Wimpern. Gut, dass es nur die Wimpern waren. Gut, dass die nicht angeklebt sind, die sind echt. Was soll denn sonst wegfliegen bei dir? Gar nichts. So, nach der kalten Runde Silver Star. Bist du da? Ich sehe dich gar nicht. Ich sehe nichts. Sonne. So, nach der kalten Runde Silver Star fahren wir jetzt. Eine Runde Bobbahn. Ja, 10 Minuten Wartezeit, das geht voll klar. Da schmeißen wir uns jetzt mal rein. Auf geht's. Sieht aber gut aus. Wenn der Regen kommt, gibt's Schnitzel. Hast du, oder hast du schon Haare gegessen?
wichtig. So, gerade Schweizer Bobbahn gefahren. Ja, war gut, ne? Bisschen rappelig, aber so muss das sein. Schweizer Bobbahn rappelt immer. Man hat auf jeden Fall was für die Bauchmuskeln getan, ja, wenn man vorne sitzt, wenn man zu zweit fährt. Am Glück gehabt, es hat nicht geregnet. So, ich stehe jetzt hier in Spanien vor der Österreich-Baustelle. Also der österreichische Teil macht ja dieses Jahr auch noch ein bisschen mehr auf. Mit einer neuen Achterbahn, der Wildwasserbahn, die vorher abgebrannt sind. Und die Baustelle ist hier fast fertig, würde ich behaupten. Aber man muss natürlich noch ein bisschen was tun. Dauert noch ein bisschen. Aber wenn das aufmacht, sind wir auch wieder hier. Ah, bald. Ja, weil es so kalt ist und gleich es wieder irgendwie anfängt zu regnen, werden wir jetzt eine Runde Lindt-Schokolade trinken. Also ich zumindest. Ich weiß nicht, ob Mike auch mal probieren möchte. Oh, probiere ich mal. Ja, da gehen wir jetzt mal hin, trinken eine Runde Lindt-Schokolade, wärmen uns damit ein bisschen auf. Und wie die Schokolade aussieht und der Weg dorthin, das seht ihr jetzt. Man sieht immer noch nicht. Elena und Patrick haben es eilig. So, und zack sind wir in Irland. Und in Irland ist das Kinderland. Hier gibt es ganz viel zu klettern und zu fahren. Auch dieses kleine Fahrgeschäft da hinter mir. Und es gibt eine... und hier hat Lindt einen Verkaufsladen. Warum auch immer die in Irland vertreten sind, man weiß es nicht. Und da holen die anderen sich jetzt mal eine heiße Schokolade. Weil, wie ihr seht, wir haben... Regenwetter und eigentlich so voll das Aprilwetter. Ne? Wir hatten heute Morgen schon Sonnenschein, wir sind gestern bei 21 Grad angereist, heute sind es 5 Grad und es ist Urselwetter, von daher, ja, wir machen das Beste draus. Weiße, heiße Schokolade. Mmh. Passend zur Jacke. Mmh. Fast. Mit Euro mir drauf. Aber ich glaube es nicht. So, wie angekündigt, regnet's. Es soll zwischendurch immer ein bisschen schauern. Annie ist auch da. Das ist auch nicht so schlimm. Wir haben ja Regenjacken. Aber was wir fahren, ist jetzt Snorri-Touren. Wir sind mitten in Skandinavien. Ist auch unter Wasser, hat ist auch mit Wasser, Wasser zu tun. Aber man wird nicht nass. Es ist eine wunderschöne Kinderattraktion für kleine Kinder. Und wir bleiben ja immer Kinder, ne? Von daher genau. Fahren wir das jetzt. Und das Beste ist der Ausgang durch den Snorri-Shop. Ich möchte auch so eine Mütze. Ich nicht. Hallo, morgen. Oh, voll. Oh, ja. Das war schon selten. Ah, der Kopf. Thank you.
So, Graz neu gefahren, ne? Ja. War schön, wie immer. Vor allem war es da warm. Ja, boah, es ist so kalt, das glaubt und, man gar nicht. Da uns jetzt super warm ist, fahren wir jetzt noch eine Runde Achterbahn, damit es wieder kalt wird, ganz klar. Wir stehen vor Blue Fire und weiß da nicht, wie lange die Wartezeit aber, ist. 20 Minuten Wartezeit und wir haben eine Virtual Line für nachher. Deswegen würde ich vorschlagen, stellen wir uns jetzt mal bei Wodan an, die hat auch 20 Minuten. Dann gehen wir nochmal rüber zu Wodan. Gucken wir bei Wodan mal. Genau. Los geht's. Blümchen, Blümchen, Blümchen. So, jetzt stehen wir in der Warteschlange für Wodan. Vielmehr, wir laufen in der Warteschlange für Wodan. 20 Minuten war angeschlagen. Bin mal gespannt, wie viel wir tatsächlich warten müssen. Aber ich glaube, viel mehr wird es nicht. Wir fahren, glaube ich, mit zwei Zügen, also mindestens mit zwei Zügen. Vielleicht sogar mit dreien. Von daher fahren wir das jetzt mal. Und Jenny filmt, wie immer, das rappelige Ding. Obwohl wir ja Frühling haben. Es ist fast April. Wow. So, gerade Runde Wodan gefahren, sehr rappelig, aber sehr cool wie immer. Heute im Dreizugbetrieb, das ist ja in manchen Sommertagen nicht so. Von da sind wir heute ganz schnell dran gekommen. Erste Reihe sind wir gefahren, Onride habt ihr ja gesehen. Die haben die ganze Bahn oder viel von der Bahn so ein bisschen verkleidet mit so Schaumstoffmatten, damit es nicht ganz so viel rappelt, nicht so laut ist. Und auch ganz viele Lärmschutzwände sind neu hinzugekommen, um hier Rust zu schützen vor dem Lärm der Holzachterbahn. So, jetzt geht's los. Wir fahren eine Runde Blue Fire. 10 Minuten Wartezeit ist angeschlagen, obwohl wir virtuell anstehen. Aber wir stellen uns jetzt hier mit Dani und Chris und auch mit in die Schlange. 10 Minuten, das geht voll klar. Jo, das fahren wir jetzt. Jenny filmt wie immer. Mal gucken, wie es wird. Thank you.
Was ist jetzt? Churros. Zimt und Zucker. Churros. 4,50 Euro. Noch eine Portion gespannt. Frische Churros. Mmh. Lecker. So, zwei Tage sind geschafft. Zwei Tage Europapark. Wir sind einiges gefahren, oh ja, vieles gefilmt und haben besonders viele Leute getroffen. Das ist unfassbar. Ich glaube, wir haben alle getroffen, die wir kennen. Na, so viel jetzt auch wieder nicht, aber... Auch viele neue Leute getroffen. Viele neue Leute, viele alte Leute getroffen. Ja, wir haben zwei schöne Tage hier verlebt. Das Wetter hat gehalten, Gott sei Dank. Es war ja richtig fieses Wetter angesagt, aber... Ja gut, schön ist natürlich anders, aber es geht immer besser. Von daher, es hat heute nicht geregnet oder kaum geregnet. Nur ein bisschen gefisselt. Das war alles voll okay, ne? Und jetzt machen wir uns auf die Heimreise, weil in 5 Wochen sind wir schon wieder hier. Daher, dann wird Volton eröffnet und eine Woche später sind wir hier am Start und gucken uns die neue Achterbahn mal für euch an. Ne? Genau, richtig. Genau. Und jetzt? Jetzt? Du brauchst noch ein Foto mit Olli Eurofant. Genau, den Tschüss. Gehen wir jetzt besuchen und Jenny ist schon weg. Sie macht ein Foto, ich bin allein und suche jetzt mein Auto auf dem Parkplatz und fahre dann nach Hause. Bis nächste Video. Tschüss.